Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zurück zu Revival of Bliss. Gestern ist das Video abends ausgefallen, weil ich einfach nur durch war. Von daher gibt es es heute ein bisschen später. Hatte ich diesen Schalter aktiviert? I don't know. Did I not? I cannot remember. Ich werde einfach mal hier einen Zwischensave machen. Das ist halt so das Problem, wenn man nur alle 2 Wochen mal da ansetzt. Okay. Ich glaube, ich habe mich aber beim letzten Mal schon gewundert. Ah, sehr schön. Okay. I do not quite remember. Ich glaube, ich kam von da, oder? I don't know. Ich meine, es wird ja einen Grund haben. Fragt er unsicher. Bin ein bisschen lost, not gonna lie. Was haben wir denn überhaupt? Einen roten Key. Okay, ich habe slightly vergessen, dass es viel das kann. Suchen wir einfach mal die Stelle, wo the red one liegt. Ah, da drüben. Ist das hier einfach nur so eine Art Shortcut? Maybe. Guten Tag. What are you? Okay, um fair zu sein, wir haben Samstagmorgen, übrigens an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende. Maybe, just maybe, I'm still a little bit tired. Perfekte Voraussetzung, ich muss auch noch heute den Rasen mähen. Es wird bestimmt lustig. Wo kam jetzt eigentlich dieser Dude daher? Ist er dauerhaft stunned? Nein. Okay. Warte, habe ich diesen Schalter jetzt activated, deactivated? I don't know. Okay. Hab irgendwie vergessen, dass ich den nicht ausschalten kann. Das einzige, glaube ich, was so ein kleiner Manko für mich ist, der Stil ist definitiv not bad. Es ist interessant, ja. Klarer Fall. Aber zumindest, wenn ich mir das so angucke, wirkt ein bisschen überladen, to be honest. What the act? Ich glaube, ich bin jetzt innerhalb von 4 Minuten gefühlt 10-mal gestorben. Was hat mich denn jetzt schon wieder erwischt? Dieses, irgendwie so ein Sensen-Dude oder so? Hatte ich das mal activated? Hier das? Ich meine, es ist active. Wir lassen das jetzt auch einfach active. Würde ich mal behaupten.
Oh wow, ich habe vergessen, dass das exakt dieselbe Höhe ist. Okay, ich glaube, ich muss anfangen, mich zu konzentrieren, weil wir ansonsten in dieser Episode absolut gar keinen Progress haben. Wo ist der fliegende Dude? Wo ist er? Okay, der Dude ist wirklich extrem aggressive. Aber das scheint mir die richtige Richtung zu sein. Egal. Also eigentlich nicht. Ach so, ja, da war so ein Dude. Okay. Ja, wow, es hat echt lange gedauert, hier zumindest ein bisschen Progress reinzubekommen. Okay. Muss ich die alle aktivieren? Ja. Was ist das, was da drüben ist? Sieht ein bisschen aus wie ein Treasure Eater und ach, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Die Dudes. Bist du gefährlich? Nee. Okay. Ah, okay, die wurden jetzt damit ausgeschaltet. Okidoki. Oh, hallo. Ah. Lass mich raten, ich werde jetzt. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt genau in diesen Dude da rein donnern. Natürlich dreht er sich genau in dem Moment um. Sehr schön. Diese Dudes hier. Muss sagen, das Gegner-Design, das gefällt mir sehr. Ja. Aber ich glaube, das Stil ist mir ein bisschen zu überladen. So, da war doch eben noch eine Plattform. Ich meine, wo ist die? Ja, jetzt einfach mal ganz kurz chillen. Ihr werdet mir mal erzählen, wie euer Wochenende schon so war. Beziehungsweise besteht ja eigentlich nur aus Freitag. Hallo? Plattform? Keine Ahnung, wo die Plattform ist. Ja, ich bin so unsicher, dass ich gerade gar nichts mehr so richtig weiß. Und es war gerade der Grund, warum ich da gespeichert habe. Weil man diesen Sprung sehr leicht verdudeln kann. Ist dieser Typ da oben killable in irgendeiner Form? Nee. Der ist praktisch not even there, even if he is. Boah, ich meine, habt ihr jetzt gesehen, was der für eine Range hat? Krasser Dude. Ah, okay, da ist die Plattform.
Okay. War hier oben nicht auch so ein Dude? Und wo war nochmal der grüne? Nice one. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich den grünen am Anfang gesehen? Ich glaube nicht. Oder war der hier? Ja, besonders hier so dieser Teil hier. Sieht zwar schön aus, aber zumindest ist es für mich so bisschen überladen. Also liegt eventuell aber auch an meiner Farbschwäche, dass ich da Probleme habe, überhaupt irgendwas zu erkennen. Guten Tag, Madut. Okay. Dieser lustige Freund vom Anfang. Vielleicht sollte ich mal mit dem da reisen. Vielleicht bringt der mich ja ans gewünschte Ende nach einem viel zu langen Anfang. Entschuldigen Sie das Geräusch im Hintergrund. Ich meine, das sieht aber so gut aus. Wenn auch, wie gesagt, ein bisschen überladen. Achso. Ha. I'm verwirrt. Ich habe den Standort von dem grünen Key vermutlich mal gesehen, nur dann vergessen. Okay, muss wohl irgendwo da oben sein. Wow, ich habe den hinter dem besiegten Gegner nicht mehr gesehen. So. Nee. Das ist ein blöder Ort, genau dort zu stehen und zu speichern. Weil dieser Dude konnte ja schießen, dann hätten wir slightly ein Problem. Der Dude ist aber tatsächlich echt gemein platziert, weil es kann oft sein, dass du halt so guckst und dann siehst du den Dude da oben gar nicht erst. Ha. Okay, da war ich too slow. Wo ist das? Wo ist der grüne doofe? Wo ist die grüne doofe Tür? Faszinierend, wie Keen nicht einmal das Wasser überstehen kann, wenn es so niedrig ist, dass er da drin stehen könnte. So langsam habe ich das Gefühl, Keen hat einfach eine Wasserphobie. Da habe ich den grünen Key her, aber wo ist the place to go?
bin mir sicher, dass ich das schon mal gesehen habe. Also hundertprozentig habe ich das schon gesehen. Oder denke ich das nur, weil hier ein grüner war? Der Dubi kann da nicht so gut. Kann aber nicht hier hochfliegen, oder? Ich meine, es wäre lustig, auf eine interessante Art und Weise. Ich bin ein bisschen lost. Lost in Space. Okay, ich habe gerade keine Ahnung. Liegt das daran, dass ich so müde bin, oder ist dieses Level einfach a little bit verwirrend? Also da geht es irgendwo weiter. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Hä? Warum ist da... Oh wow. Oh mein Gott. Ich hab's nicht gesehen, wirklich nicht. Ich kann das hier aufgrund der Farben kaum erkennen. Ich hab das nicht gesehen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das bewusst wahrnehme, dass diese Rot-Grün-Schwäche mir so hart in die Parolie fährt. Ah, okay, das erklärt, warum das da ist. Okay, das sieht irgendwie dangerous aus, diese Pflanze. Okay, die Pflanze ist aber tatsächlich nur dead. Entschuldigen Sie dieses Geräusch. Und dieses Geräusch. Oh, der süße, knuffige Pilz. Also, das Wichtigste überhaupt, gucken, ob da ein Secret ist. Aber wie viel Zeit ich jetzt investiert habe in dieses Level. Nee, da ist kein Secret. Ah, ich ärgere mich jetzt doch ein bisschen, wie viel Zeit ich da investiert habe. Weil irgendwie den halben Part einfach nur umherzuirren ist natürlich nicht so cool. Wow, ich habe vergessen, wie hartnäckig der Dude einen verfolgt. Okay, bei dem muss ich mir... Oh, guten Tag, mein Freund. Oh, ja, ich sterbe mal wieder im kniehohen Wasser. Ich
Ja, nicht unbedingt ideal, wie das heute läuft. Aber solche Days muss es auch geben. Da sieht das schon wieder alles so komplett dubios seltsam aus. Irgendwie habe ich ein paar Probleme damit irgendwie zu erkennen. Okay, das ist Deko. I guess. I don't know. Ich dachte auch eben ganz kurz, das Ende des Levels müsste ja eigentlich gleich kommen. What the? What are you? What the actual are you? Oh. Okay, der Gegner ist irgendwie nur gefühlt eine halbe Sekunde stunned. Wow. Ja, ich wow, ich werd heute echt nicht warm. What the heck? Das eben war mit der halben Sekunde eigentlich ein Witz gewesen. Oh, der Dude ist wirklich gefühlt gar nicht stunned. Generell gibt es sehr, sehr viele Gegner, die nicht lange stunned sind. Okay, Human Boy, this spot is not the right one. I'll have to keep looking for an officer bot. Just my luck, Dan. Bei M Mia, Meyer, May. Keine Ahnung. Okay, das war ein Satz mit X. Peinlich. Ich weiß, das war kein Satz mit X. Das war nicht mal ein Satz. Aber okay, das kann nur besser werden. Und zwar in Mysterious Whale Solar. Da werden wir mal gucken, wie es hier läuft. Okay. Ist das nur Deko oder ist es etwas, was mich umbringt? Das ist tatsächlich nur Deko. Eine verstörende Deko. Aber nichtsdestoweniger Deko. Ah, den Dude kennen wir noch. Obwohl er slightly more cursed aussieht. Das sieht einfach aus wie so Augen, das da hinten wie ein Maul. Also dieser Stil, der ist schon besonders. Okay, da brauchen wir diesen anderen Dude. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass gerade so wenig Gegner hier sind. Der Stil, ey, das ist so cool. Okay. Einladend. Wir brauchen Grün Key und ein Grün Key. Muss ich hier hin? Muss ich hier hin? Okay. Da haben wir schon mal den ersten grünen Key von 2, zumindest
bisher zwei. Okay. Was hat dieser Schalter getan? Ich traue diesem Frieden halt bedauerlicherweise gar nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, mich kann jederzeit irgendetwas. Was? Kann man den irgendwie auch dauerhaft dann? Apparently not. Boah, der Gegner, den finde ich schon slightly. Also das mit der halben Sekunde ist ein bisschen übertrieben. Nur ein bisschen übertrieben. Boah, ey. Okay. Okay, wir wechseln mal ganz kurz die Haltung. Ich weiß nicht, ob das noch so viel bringt, das jetzt noch zu machen. Boah, der Dude, ey. Ja, mit der konzentrierten Position ist heute nichts. Kann man denn irgendwie länger stunnen oder? Weil. Puh, also das ist ja irgendwie Hardcore, weil das ist Sache von einem unglaublichen Timing. Hier brauchen wir den blauen. Okay, warum existieren diese Augen? Oh, oh wow. Jetzt weiß ich, warum diese Augen existieren. Okay, diesen Dude, den kennen wir noch. Wow, alles gegeben, nichts erreicht. Das Motto bei uns auf der Arbeit. Sagen, das Design ist not bad. Aber nichtsdestoweniger still very sick. So, dann kann ich da jetzt nach oben. Wenn ich nicht die ganze Zeit gegen die Wand laufe. So, kommen Sie mal mit. Okay. Okay, mir fehlt noch ein Key Ingredient, und zwar ein Key. Wunderschön, da klingelt es erstmal an der Tür. Moment. Muss ich hier noch was tun? Ist der andere Key etwa auch hier? Ich meine, ich wüsste nicht, wo er sonst sein könnte, sollte.
Okay, dieser Dude ist einfach unfassbar schnell. Generell die Gegner sind schwer zu überwinden. Ich weiß halt nicht, ob da drüben wirklich irgendwas ist. Kann ich da irgendwie auf dem linken Platt irgendwie stehen? Okay. Ich weiß nicht, was mit dem heutigen Part los ist oder ob die Level schwieriger geworden sind. Ich habe keine Ahnung. I don't know. Okay, ich kann hier stehen. But what does it do for me? What does it do for me to be there? Apparently nothing. Also, ich habe schon wieder Zeit gewastet. Aber wo ist the actual key? Ah, wow. Worauf immer meine Schüsse gerade da hängen geblieben sind. Dann noch so ein Dude. Wow. Okay. Not my day. And I did not save at all. I guess that do be fine. Hallo? Ach, Herr Jemine. Ah, wow. Ich freue mich schon aufs Rasenmähen. Ah, etwas, wo ich Konzentration und Kraft brauche. Konzentration ist basically nicht vorhanden. Was mache ich aber heute auch? Boah, hätte ich gestern doch aufnehmen sollen, weil ich glaube, es hätte gestern nicht schlimmer sein können als heute. Also, das liegt jetzt auch nicht so wirklich am Mod. Hallo? Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss sowas wirklich machen, wenn ich komplett erholt bin, to be honest. Weil irgendwie, boah, läuft nicht. Nein. Okay, ich muss das speichern.
Okay, da war noch so ein Doodles. Ah, das ist noch so einer, noch so einer. Okay, Progress. Oh, ich freue mich nicht aufs Rasenmähen. Ich bin so tot. Und jetzt auch noch wunderschöne Hintergrundmelodie. Na, warte mal ganz kurz. So, ich hoffe mal, da kommt nicht gleich schon wieder etwas. At least I hope so. Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich keine Mods oder Level mache. Weil ich glaube, das könnte nur in die Hose gehen. Oh. Wie viele davon wollen hier sein? I guess all of them. Ich meine, das Design ist cool, keine Frage. Okay, da muss ich am Ende hin mit einem roten Key, sobald ich einen habe. Okay, hier sind echt viele von diesen Memrock-Dudes. Okay, well executed, I would say. Okay, ich glaube, damit kann ich zumindest schon mal worken. Auf jeden Fall, das Gegnerdesign hat was. Das kann ich nicht leugnen. Tja, an die Sachen werde ich wahrscheinlich niemals kommen. So, das letzte Hindernis. Be that kinda dude. Ich hätte jede Wette gehalten, dass das genauso ausgeht und trotzdem dachte ich mir scheinbar absolut nichts dabei. So, bevor ich da weitergehe. Gott, wieder patschen, 40 Minuten ist und ich habe anderthalb Level gespielt. Brauche ich den Dude hier noch?
Yes, I do. Okay. Ja, ich will nicht am Ende noch böse überrascht werden. Wow, der ist da in die Ecke gelaufen. Okay, ich muss irgendwie auf den Dude bleiben. Ich darf nicht runterfallen. Weil der warum auch immer in diese Ecke geht. Okay, der Dupi keiner cool. Okay, ich glaube, damit haben wir das Gröbste geschafft. Ich will nur nicht am Ende von so einem random Gegner noch überrascht werden. Ja, that's exactly what I mean. Das Traurige ist ja eigentlich, dass ich schon mit genau sowas rechne. Weißt du, wir haben eine Stelle, da brauchst du Skill und dann auf einmal suddenly brauchst du am Ende von dem Skill-Part irgendwie Reaction-Time und wenn ich nicht gerade da gespeichert hätte, wäre ich einfach dead. Okay. Das ist ein Durchgang oder ist nur Deko? Der Dubi kann da Deko. Ich finde es schön, wie der einen verfolgt. Okay. Das Ende hier ist bisher zu nett. Okay, das hier hat sich gerade richtig belohnt angefühlt. Also ich rate, das ist immer noch nicht der richtige Bot. Ja. So. Dann hätten wir auch dieses Level hinter uns gebracht. No ID-Chip. Okay, interessant. Das ist also quasi sowas wie der Sweet Tooth Lake. Und ich muss sagen, beim nächsten Mal geht's genau an dieser Stelle weiter, wenn es heißt The Revival of Pliss. Ich werde mich jetzt dazu aufraffen, den Rasen zu mähen. Und dann hören wir uns nicht morgen wieder, wie es eigentlich geplant war, sondern voraussichtlich am Montag, falls ich nicht irgendwie unterwegs sein sollte. Hab ja die kommende Woche Urlaub, von daher nach dem Rasenmähen gleich habe ich nur noch ein paar Verpflichtungen und dann gucke ich, dass ich mich ausruhe. Einfach ausruhe. So, das war Revival of Bliss. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Grüßt mir die Sonne und macht's gut.